Okay, wer fängt an mit dem Mann-Mod, ich oder du? Ich bin ganz schnell, also ich habe einen Satz. Ich habe auch einen, ganz aber lang. Ich schreie nicht so rum. Okay, ich starte jetzt. 3, 2, 1. Hallöchen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seid bestimmt nicht wegen mir da, sondern wegen Julian. Denn wir Nein, natürlich wegen mir. Böse. Jetzt, ich habe jetzt schon Angst, ja? Ich bin da auch leider ein bisschen schreckhaft, was das angeht. Really? Musst du hier reinfurzen? Wer aber nochmal für Proviant zuständig? Du! Ich war gar nicht. Du bist eine Lusche. Ich bin doch gerne ein Mann. Ich bin gar nicht mal Proviant. Ui. Was war das? Warst du schon mal campen? Ich war einmal campen. Da ich gibt es auch eine lustige Story. Im Zeltlager und das war echt. Das war übel. Das war als Kind. Ich glaube, das war im Urlaub oder sowas. Das war als Kind. Und ich hatte so vom Mondlicht so einen Ast die ganze Zeit. Ich habe richtig Angst gehabt. Oh Gott. Das war so ein richtiger Horrortraum. Alter. Ich denke mir so, was ist das? Das sah aus wie so eine Hand. Und ich denke mir so, Alter. Im Prinzip ist es ja auch so, dich trennt ja zwischen diesem Wahnsinn da draußen und deinem kleinen inneren Raum, den du da hast, ja, nur so ein Stückchen Zeltpapier. Papierstoff. Ja, es ist aber dünn wie Papier, ey. Also, ja, für mich war das nix. Und das Gruseligste war, dass ich diese Hand. Also, es war halt so ein Abbild halt von einem Baum halt in der Hand. Und das hat sich die ganze Zeit bewegt. Leute, ich hatte richtig Angst gehabt. Also, in meinem Alter, wo ich da damals mit meinen Eltern da zelten war und so ein Scheiß, ey, da war nicht zu spaßen, Alter. Ich habe Angst gehabt. Ja, wahrscheinlich war das gar kein Baum. Man hat ja da noch mehr Schiss, weil man es ja gar nicht einschätzen kann als Kind. Das finde ich ja das Gemeine. Und jedes Geräusch hört sich halt an wie so ein Wildschwein mit Tollwut, was jetzt nur darauf wartet, mit den wilden Bären dich einfach zu zerreißen. Reißen. Da kommen irgendwelche Aliens. Also alle Kinder, viel Spaß im Zeltlager demnächst. Ja, mit einer Horrorgeschichte. Horrorgeschichte. Die Geschichte heißt Das Mädchen der Verdammnis. Oh, Stacy, ich liebe dich. Oh, Stacy, ich liebe dich auch. Okay. Geil. Mandy, Cindy, wir helfen Sonja. Begrüßt eure neue Schwester Sonja. Als ob, come on. Als ob die Mutter so ein Kind mit nach Hause bringt und sagt, eure neue Schwester. Als ob. Aber wie krass das schon wieder geschminkt ist. Abgefahren. Scheiße, wie lange dauert das denn, den so zu schminken? Entschuldigung. Hallo, wir sollen uns gruseln, nicht kaputt lachen. Die ist gruselig. Sag ich doch. Mama, wann gibt's wieder was zu essen? Oh, stopp, ja. Es reicht. Ich gehe jetzt erstmal 3 Jahre zum Kiosk Kippen kaufen. Mama, bist du schon wieder weg? 3 Kinder sind mir einfach zu viel. Ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich. Ja. Viel Spaß. Okay, weißt du was? Wir behalten die echt gut im Auge. Ja, weil die ist echt gut. Okay, sie ist weg. Oh Gott! Siehst du sie? Nein. Fuck! Scheiße! Ich hab mich gerade mega erschrocken, Alter. Ey, so schnell wird aus Spaß ernst. Warum steht denn da ein Sattel im Hintergrund? Leo! Was? Da steht ein Sattel im Hintergrund. Was ist das? Mit dem Schuh einfach. Ey, die sehen aus wie meine so eine Schuhe, Schnake. Ja, Mann. Oh, das ist richtig viel, Alter. Uff. Boah, der Schuhberg. Schau mal, dieser ganze Schuhberg. Alter. Oh. Da hängt schon wieder was vom Pferd. Schau mal. Stimmt. Irgendwer hat doch hier ein Pferd. Leinen oder sowas, ne? Ja, das ist eine Trense und Zügel. Ja, gut. Ich muss übrigens mal was sagen. Diese Schlafanzughose, die, ja, die Julian sexy, ne? Da anhat, ich hatte tatsächlich mal so eine ähnliche. Wer weiß. Jetzt weiß ich die, endlich, die wo die Müll ist. Gegraben.
Boah, ja, ich bin schon. Oma anrufen. Genau. Ich kann uns Fischstäbchen machen. Oh ja, Fischstäbchen. Fischstäbchen. Beachtliche Alkoholsammlung im Hintergrund. Sag mal, wo sind wir denn? Alter. Fassen wir mal zusammen. Du uns was zu sagen? Hier wird gesoffen, es gibt jede Menge Schuhe und da liegt Reihzeug in der Bude rum. Welche Message könnte es sein? Sorry, verschluckt. Von der Telefongesellschaft. Ich wollte Ihnen nur Bescheid geben, dass die Telefone in den nächsten Stunden immer mal wieder nicht gehen. Möglicherweise dann, wenn Sie sie am meisten brauchen können. Nur damit Sie Bescheid wissen. Ah, ja. Wiederhören. Gut. Die hat er nicht gesehen? Nee. Spur mal ein bisschen zurück. Spur zurück? Kurz bevor das Video, also das Telefonat beendet. Da musst du mal nach rechts gucken, da war eine Hand. Hinter mir, oder? Die ist vor dir. Was? Okay, süß, man dürfte dir wirklich nicht aus den Augen. Okay, die ist weg. Motherfucker! Boah! Scheiße. Okay, alles klar. Das eskaliert ja einfach mal quickly, Leute. Das eskaliert echt quickly. Vor allem, du musst mal überlegen, eigentlich sollen das zwei kleine Mädchen darstellen. Digga. Ah, Barbie. Aber mit Plastik. Ich glaube, ich weiß, was da hilft. Hm? Super Saturday Girls Makeover Evening. Siehst du, zusammen ist doch viel schöner, okay, sie ist weg. Oh. Wir atmen uns kurz weg. Ein. Oh, ich habe Kaffee und ich habe echt eine ziemlich coole Tasse. Die habe ich von meiner allerbesten Freundin geschenkt bekommen. Die ist die ist übrigens eine sehr erfolgreiche Buchautorin. Grüße gehen an dieser Stelle raus. Wir haben sehr unterstützt. Danke für die Tasse, Mia. I love you. So, diese. Ja, Digga, so würde ich immer zeigen. Yo, Digga. Also. Yo, Digga. Digga. Hey. James, du bist voll im Modus. Voll im Film. Tunnel. Entschuldigung. James, Dio, Digga, Alter. Geschichte heißt das Geschenk. Der Verdammnis. Alles der Verdammnis. War ich auch nie. Ach so, ja, weiß ich doch. Ich hatte eh was vor. Ja. Viel Spaß euch noch. Och Gott. Was zur Hölle ist das? Das hässlichste Kissen der Welt. Buh. Boah! Ah, okay. Puh, ich war schon. Hallo. Was? Entschuldigung, wer stellt sich denn bitte ein Tablet mit Katzenvideos in den Schrank? Ich hab keine Ahnung. Hä? Oh Mann. Ich glaube, ab einer gewissen Uhrzeit wird es dann weird. So nach dem Motto, wir brauchen noch was Drittes. Ja, nehmen wir ein Tablet mit Katzenvideos und stellen sie in den Küchenschrank. Wow. Passt. Unsere Community hinterfragt nichts mehr. Du hörst ja nur noch im Kopf so ein... Ihre letzte Gehirnzelle ist gerade explodiert. Sie sind 30 Minuten entfernt. Wir sind in 10 Minuten da. Ja, Claudia, ich rufe dich später wieder an. Ich dich auch. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten, Jonas. Ich heiße John. Richtig. Guys. Wir mussten sicher gehen, dass sie die Wahl weggeworfen, aber sie taucht immer wieder auf. Ich glaube, auf dieser Puppe lastet ein Fluch. Was macht Juda? Auch eins. Geil. Du solche Ermittler. Supergeil. Auch eins. Die Handschuhe. Sie gehen raus und untersuchen die äußeren. Die Handschuhe. Ich gehe rauf und untersuche. Ja. Okay. Alles tutti. Oh, wow. Weißt du, wer das sein soll? Ja, ich weiß, Anonymous. Nee. Denke ich mal. Das oder, ist der Game Master und die Prank Bros. Ja, stimmt, Alter. Warte, was hey, für ein geiler Sidekick. Ich kann die nämlich auch absolut nicht ab. Kann dich nicht leiden. Kann dich nicht leiden. Da steht sogar das Schild auf dem Kopf. Woo! Aber ein schönes Auto. Erstmal ein Burger. Ja. Gönn. Von den Fat Guys. Gönn dir, Brudi. Wow!
Taxi, wow. Was? Wo kommt denn der Stein her? Oh mein Gott! Lauf, John, lauf! Okay. Ja, Claudia? Wow, schau mal, wie lange Fingernägel der hat. Rudi, bist du ein Mädchen? Schon, bist du irgendwie ein Doppel-Eben? Wolltest du uns irgendwas sagen? Ist das eine Botschaft in der Botschaft? Eine. Wow. Start. Wie schnell ist das Teil? Scary. Das sieht so seltsam aus, ne? Als hebt's gleich ab. Die Geschichte ja, trägt den Titel Die Ferienhütte. Der Verdammnis. Der oh, halt doch dein Maul. Alter, dein Maul. Da ist sogar Wink dabei. Scheiße, Mann. War das ein Reh? Der wie geil, guck mal, wie das Kennzeichen da abgeklebt ist. Aha, interessant. Fanatisch. Jo, nicht so schnell, nicht so schnell, Jo, nicht so schnell, Mann! Junge, bist du oh mein Gott, wir haben schon überfahren! Oh, Scheiße! Oh mein Gott! Jetzt ist das Reh wirklich tot! Die Ferienhütte, die hat einen Garten. Ah ja. Alter, was ist Joe und fucking Reh, das wir begraben? Ey, mit den Füßen halt nach oben. Wir haben immer noch Urlaub. Okay. Richtig, es ist immer noch Urlaub. Das Make-up ist auch mal wieder richtig nice gemacht worden. Ja, sie ist es ja, die das Make-up macht. Ja, das weiß ich ja, aber ich finde das Make-up wieder richtig geil. Carina, die kann das, also Carina, vor allem, die ist auch sehr detailverliebt, habe ich den Eindruck. Ja, das also das ich ist auch wirklich das on point. Dieses Make-up übel. Ist abgefahren. Ich weiß nicht, wie lange die dafür braucht, aber die macht es halt wirklich perfekt. Weißt das du, ist schon nice. Sie braucht vielleicht so eine Stunde für, an so einem Make-up, ne? Und ich schaffe in der Stunde noch nicht mal ein Strichmännchen vernünftig hin. Ja, ich auch nicht. Ich bin, also was das angeht, ist ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich bin auf eher musikalisch. La la la. Okay, Spaß. Okay, wir müssen mal letzten. Der Spaten. Oh, richtig, da war was. So. Als ob er jetzt pinkeln will, Alter. Einfach so. Ja, vor allem draußen. Es gibt doch drinnen ein Klo. Oh, oh. Er wird angepinkelt. Oh, oh. Ach so, nee, er hat jemanden angepinkelt. Ja, ich weiß auch wen. Was ist das? Und nicht du. Du hast doch einen Schlüssel gemacht. Klar. Ja, ich weiß, aber... Oh, oh. Verdammt! Okay, that escalated quickly. Warum muss es immer gleich so sein? Voll so. Ich stehe einfach so. Dumm. Was wollt ihr eigentlich? Ich mach doch gerade gar nichts. Ja. Boah, mit dem Messer. Wir haben immer noch Urlaub. Richtig. Boah, Alter. Lecker Winz. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir unseren Urlaub retten können. Ja. Selber eingegraben, oder was? Ja. Nee, hä? Oh ja. Wie er sich gerade noch zusammenreißt. Wie er sich gerade noch zusammenreißt. Und du merkst schon, wie die Mundwinkel hochgehen. Und gleich fängt er wieder an zu lachen. Winz-Jerky. Ja, Mann. Oh Mann, den haben sie echt zu Dörrfleisch gemacht. Ja. Der ist ja seit gestern Wink, wollte ich nur mal sagen. Alles klar. Boah, Alter. Guter Schnitt. Alter. Ja, leck mich am Arsch. Nee. Jungs? Nein. Jungs? Das ist... Halloween Mixtape. Als ob. Oh! Als ob. Ey, wenn die jetzt so ein Halloween Special machen, als. Boah, nee, Alter. Doch. Steht doch da. Nee, oder? Doch, es steht doch da!
Nee, oder? Sie haben sogar mit uns geredet. wir wurden namentlich erwähnt. Dankeschön. Ja, das war's dann wieder an dieser Stelle. Daumen hoch. Tschüss.